Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Graveyard Keeper Folge 64, die erste, denn Folge 63 hat endlich geklappt. Deswegen mache ich gleich noch eine hinterher. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Für mich ist es immer noch Montagnacht. Und wir waren dabei, unseren Friedhof zu pimpen. Also, ja, doch waren wir. Und dafür brauchte ich Glas vor allen Dingen. Für Fenster. Denn ich wollte gucken, wie viele Fenster ich bauen kann. Und für einen zweiten Beichtstuhl brauchte ich noch... Ich glaube, was brauche ich noch? Wir machen erstmal die Fenster. Und dann gucke ich mir den Beichtstuhl an. Weil die Fenster bringen mir ja 5. Vorausgesetzt, ich nutze keine Kerzen. So. Aber da ich eh für Kerzen Unmengen an Bienenwachs brauche, so, überlege ich nämlich statt nämlich Dingensbummens Fenster zu bauen. Da könnte ich noch ein Fenster bauen. Da ist ja schon eins. Das ist der einzige Spot für ein Kirchenfenster? Ernsthaft jetzt? Und wenn ich dich drehe... Kann ich gar nicht. Man kann nur ein einziges Kirchenfenster bauen? Nee. Ich reiß mal ganz kurz alles andere ab, weil das glaube ich jetzt ja nicht. Also zumindest hier auf der anderen Seite, dass ich da eins bauen kann. Hätte ich jetzt gedacht. Weil hier kommen eh drei heran, also muss ich mir da keinen Kopf machen. So, und hier soll ja denn eh die... zweite Dings kommen. Und ich nehme mich einfach so weg. Und vor allen Dingen, du kommst mal ganz kurz weg. Und du. Jetzt haben wir hier eine Seite fast komplett leer. Beziehungsweise eigentlich können wir ja... Wir haben eine Seite komplett leer. Das heißt, rein theopraktisch baue ich euch auch mal ab. Ich weiß, jetzt sinkt zwar die Kirche und der Glaube und das alles. Aber ist ja jetzt nur zu meinem Gunsten. Ist vielleicht nicht die beste Zeit, wie ich gerade merke. Tatsache. Ich kann nur ein Fenster bauen? Okay. Komplexe Eisenstücke für mich. Okay, dann bauen wir erstmal die Wandleuchte. Achso, die hängt schon. Gut. Gut, 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 gut. Dann sind wir wieder bei 62, aber du kommst ab. Dann sind wir wieder bei 60. Für den Beichtstuhl, für den zweiten, brauchte ich... Achso, genau. 4 Holzkonstruktionen und 14 Holzplanken. Holzkonstruktion 4 und 14 Planken. Das kriegen wir hin. Und 6 komplexe oder 6 einfache. Die nehme ich damit, die baue ich mir dann fix. So, mit O und Apfelpropo. Ja, ihr suppt ja hier auch noch vor euch hin, ne? 2, 4, 6, 8, 9. Dann kriegst du jetzt noch eine Alkali-Lösung. Davon haben wir mehr als genug. So. Dann 16 Holz. Ach, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe es schon vergessen. Davon auf alle Fälle ganz viele. Wobei das besser ist, wenn ich die hier herstelle, ne? Ja, da komme ich besser mit rum. Genau, und da brauchen wir einfach nur Holzbalken, Holznägel. Du machst mal bitte aus dem ganzen Schrott hier. Und euch stelle ich mal her. Komplexe, sehr gut. Ich glaube, die brauchen wir sogar. Ich glaube, das ist sogar das, was wir hier am meisten nutzen sollten. Was für ein wunderschöner Tag, den ich hier so gern mag. So. Das heißt, erstmal machen wir hier 16 Holz im Balken. Dann machen wir hier 8 Holzbalken. Die brauchen wir ja auch.
Schupp. Und dann brauchte ich hier, glaube ich, noch ein paar Holzplanken. Ich glaube, 16 waren das, ne? Ich baue da einfach gleich mal 16. Aber erstmal mal kurz die Leiche. So, und dann... Achso, Nägel. Oh, hier wird es langsam echt voll. Wird Zeit, dass ihr fertig werdet. Und dann muss ich auch noch ein bisschen Organjonglieren machen, ne? Du bist fertig. Kannst du schon mal dahin. So, du hattest 5 Totenköpfe. Dürfen wir haben maximal 4 Totenköpfe. Du bist voll für den Humors. Du bist perfekt. Und kriegst schon mal pauschal eine Goldlösung. So. Bei dir nehmen wir ganz kurz mal raus, was wir sowieso raus müssen. Und dann verbuddeln wir dich. Zehn Sachen wieder gleichzeitig. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sehr gut. Noch nicht schlafen. Ich muss doch noch die Kirche vom Glauben her ein bisschen wieder aufpimpen. Also du wirst erstmal nur kurz verbuddelt. Und ganz schnell hier noch einmal dich reinsetzen. Sopp. Und jetzt Nägel nochmal herstellen und die Holzplanken. Oder waren es Holzbalken? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Ja, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, bin ich selber schuld, ich weiß. Ja, komm, wir sammeln alles ein. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen, hier habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Mit dem Herstellen. Aber ich kann die doch eigentlich auch wieder so rausnehmen, genau. Und stattdessen lieber 24 Nägel herstellen. So, und hier brauche ich dann... Nee. Ja. Da brauchte ich viele von. Was ist, verstopfen jetzt hier so meine Tasche, sagt mal. Komm. Du kannst hier bleiben. Du kannst hier bleiben. Nur wie ich das, was ich brauche, aufheben kann, wa? So, dann bauen wir erstmal jetzt noch einen Beichtstuhl. Beichtstuhl ist wichtig. Der braucht ja nochmal 4 von diesen Ecken. Das habe ich mir auch gemerkt. Und dann wird gebetet. Weil, wie gesagt, wir brauchen Glauben. Jetzt brauchen wir doch ein bisschen mehr Glauben. Jetzt, wo wir den Friedhof aufpimpen, brauche ich massenhaft Marmor und massenhaft Glauben. Plus Marmor bringt mir ja mein Zombie-Kollege. Aber den Glaube bringt nur ihr. Ihr, meine Zuhörer. Erfüllung meiner Träume. Gottes Saat. Nur ihr könnt mir den Glauben geben. Vielleicht sollte ich Prediger werden. So. Ach, dann gehen wir auch mal kurz schlafen. Damit wir dann ausgeglichen zur Kirche schreiten. So, einen noch. Müssen wir hier alles haben. Wir haben 4 davon, wir haben jede Menge hiervon, wir haben 6 davon und wir haben Balken. Holzplanken. Wenn es denn das war, was gefragt wurde, das weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Aber ich habe es nur noch gerade eben noch gebetsmühlenartig aufgesagt. Und ich habe mir wieder nicht die Uhr gestellt. Ich guck mal nochmal. Na, 5 Minuten nehmen wir bestimmt auf schon. Das heißt, wir machen um Feierabend. Um 11. So. Egal wie viele Minuten das dann sind. Dann bin ich auf der sicheren Seite. So, ganz schnell zur Kirche. Aber gut zu wissen, dass ich nur ein Fenster bauen kann. Bisschen schade, aber okay. Nee. Jetzt habe ich die ganzen Fenster mitgenommen, die ich gar nicht brauche. Hier ist es ja so leer her.
Beichtstuhl, Beichtstuhl. Da passt keiner hin. Schade, ich dachte, da passt auch noch eine hin. 4-4 braucht der ja, ja. Ja. Aber vielleicht kriege ich davon noch einen hin. Wenn ich den hier nochmal hinbaue. Der braucht ja nur 3-4. Und habe ich hier noch einen Dreier fertig, dann kann ich hoffentlich so einen Kerzenständer drehen. Ja, das ist mein Plan. Kann ich den drehen? Ach, die kann man nicht drehen. Ja, was baut man denn hier hin? Hier habe ich doch nur 6 Felder. Klar, kann ich zwei hiervon hinbauen. Dass ich euch nicht drehen kann, ist doof. Weil ich könnte einen hölzernen Schrein hinbauen. Der gibt plus 7. Ja, und das war's. Aber vielleicht kann ich ja dich nochmal umändern. Eigentlich, du brauchst ja auch 4. Ach, keine Ahnung. Egal, wir beten jetzt erstmal. Nee, wir beten noch nicht. Erstmal machen wir das Ding hier fertig. Damit wir wenigstens wieder unsere... Oh, die reicht nicht mal für 70, okay. Ich glaube, ich habe mir vor 75 oder 65. Bin mir unsicher. Werden wir sehen. Wenn ich jetzt meine 20 Glauben wieder genau habe, dann reicht es ja so erstmal. So. Ich würde gerne ein paar Sachen sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, 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 toll. 13. Sind das 20? Ja. Ach, toll, toll. Also waren es 65, was wir vorhatten. Also das heißt, zumindest vom Glauben her bin ich wieder auf den Stand wie letzte Woche. Also letzte Gebetswoche hier. Mir geht nichts verloren. So. Ja, statt den Dingern... Was brauche ich denn stattdessen noch? Ich brauche auf alle Fälle noch Marmor für die, dass ich die Dreier da bauen kann. Ja. Und dann Wandleuchter brauche ich noch 2 Wandleuchter. Und für Wandleuchter brauchte ich... Könnte ich ja schon setzen. Ich dödel. So. Ja, geht genau auf. Dann brauche ich noch einmal für die Wandleuchter das. Und für die Räuchergefäße auf alle Fälle poliertes Marmor ganz viel. Und einen Beistuhl will ich auch noch. Ah, die Beistuhl nicht, sondern diese. Die will ich haben. Also brauchen wir Marmor und komplexe Eisenstücke en masse. Ja, gut. Marmor und komplexe Eisenstücke en masse. Und was noch? Was brauche ich noch für den? Ach ja, die Dinger. Weil dann setze ich da noch 2 jeweils von hin. Weil die geben ja maximal plus 6. Und wenn ich den aber reinsetze, kriege ich 8. Dann setze ich hier noch jeweils so ein Ding hin: so einen steinernen Schrein. Jo. Das heißt, ich brauche 4 davon. So werden wir dies tun. (lacht) 25 habe ich noch. Ja gut, dann bauen wir auf alle Fälle erstmal 4 von den einfachen. Zwei. Drei. Oh, 3. Und last but not least. Und ich habe die alle mal weggeschmissen. Naja, gut. Gut, 4 haben wir davon. Holzbalken brauchen wir noch ganz viele. Oder machen wir noch ein paar komplexe Eisenstücke? Nur? Ah, die Holzplanken brauchte ich, ne? Wieso brauche ich denn die Dinge? Ich bin ein... Mogli, hätte ich fast gesagt. Oh Gott.
Ich habe vergessen, was Chewbacca für eine Art war. Chewie Chewbacca ist ein... Oh, es gibt so Blackouts, ne? Da brauchen wir auch nochmal Sicherheitswahl 4 von. Mensch, was war denn Chewbacca von der Rasse her? Wie hießen die denn? Oh, sowas ärgert mich ja. So, Komplexe brauchen wir einige. Da machen wir mal 24. Achso, und am poliertes Marmor müssen wir auch noch machen. Ein paar. Wobei, da habe ich doch hier, glaube ich, noch ganz viele rumliegen, ne? Die kann ich mir doch in die Tasche stecken, oder? Oder wie, oder was, oder weh? Sup. Und sup. Und sup. So, ich brauche polierte Marmor, polierter Stein. Nein. Hier. Das ist ja wohl mehr als genug, was wir jetzt hier in der Tasche haben, oder? Na komm, hier bauen wir nochmal 12. Nochmal 24. Und sonst? Was gibt's sonst Neues bei mir? Nix. Fallout 76 geht am Mittwoch los. Da freut er sich drauf. Wobei ich glaube, ich kein Let's Play, wie gesagt, davon machen werde. Erstmal ist das Interesse anscheinend gering. Zweitens ist mir aufgefallen, dass ich ein ganz schönes Arschloch bin, wenn ich Fallout 76 spiele. Drittens bin ich viel zu konzentriert, sodass ich Sven nicht mal zuhöre. Das heißt, Sven sagt was und ich höre gar nicht hin. Und das ist peinlich. Das müsst ihr nicht sehen. Das tue ich mir nicht an und euch auch nicht. So. Ja. Da noch ein hölzerner Schrein. Oh, ich mache ich kaputt und dann kommt hier auch noch ein hölzerner Schrein hin. Und was anderes kann ich ja dann da gar nicht mehr hinbauen, wie ich das so richtig verstanden habe. Kann ich dich auch nochmal abreißen? Ja. Ich will euch lieber nach unten bauen. Dann kann ich mir sehen, ob ich noch was darüber bauen kann. Quatsch, kein hölzerner, ein steinerner Stein. So. Da, guck mal, ich kann euch nämlich nicht drehen. Das ist doof. Kann da noch irgendwas anderes? Kerzenständer passen nicht hin. Wandleuchter passen da nicht hin. Räuchergefäß passt da sowieso nicht hin und kann ich auch nicht drehen. Räuchergefäß, Kirchenbank passt da nicht hin. Nö, aber die beiden passen da hin und die bringen mir mehr als 2 Sechser. Pop. Jetzt bin ich schon bei 70, dann sind wir gleich bei 78. Ne, sind wir sogar bei 82. So. Beichtstühle haben wir beide. Genau, noch ein so ein Gold, eine Goldbahn brauche ich noch. Und jetzt wollte ich, glaube ich, noch bauen die Räuchergefäß 2. Jo. Wie jetzt? Was fehlt schon wieder? Oh, wieder 2 von denen. Okay. Ja, hier wird ganz schön dunkel werden, ne? Hier ist kein Licht. Plus 5. Aber die Dinge sind einfach günstiger als die Kerzenständer, weil ich für die ja das Gold brauche. Und wir haben genug Kerzenständer. So. Das heißt, ich muss noch machen. Ein Räuchergefäß und ein Kerzenständer, wenn ich das richtig sehe. Und dann bin ich fertig. Ja, ein Räuchergefäß und ein Wandleuchter, ne? Jo. Wobei Wandleuchter setze ich erstmal so lange hin, solange ich noch keinen habe. Das Räuchergefäß brauche ich nur noch einen polierten Dingensbummens. Dann gehen wir erst schlafen und dann hole ich mir noch einen polierten Stein. Stein. Blödsinn. Na, ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir die Kirche von innen zum Beispiel auch so weit ausgebaut, dass wir sagen, da muss jetzt erstmal nicht mehr so viel passieren. Prost!
habe ich dann irgendwo nochmal einen polierten Marmor rumliegen. Polierte Steine. Weiß gar nicht, warum ich davon so viel habe. Nö. Machen wir morgen. Erstmal gehe ich pennen. Uhr sagt, 10 Minuten haben wir noch. Auftragen, polieren. Auftragen. Ah, die Leiche habe ich ja ganz vergessen. Polieren. Ja, die brechen wir kurz ab und dann. Leiche ist wichtig. So, wir können auch bald mit dem Exhumieren anfangen. Beziehungsweise, das müssen wir sogar bald. So, wie weit bist du? 2, 4, 6, 8. Goldene haben wir durch. Dann kriegen wir jetzt die silberne einmal ran. Machen wir uns einmal einen Eisenmeißel für einen polierten Marmor. Schwuppdiwupp. Ganz gern einmal einen polierten Marmor, bitte. So. Ja, und dann fehlt uns jetzt quasi ein Goldbarren. Einfach nur, damit wir die Kirche fertig haben. Von innen. Mit allem, so gut es geht. Dann können wir noch Räucherzeug und Kerzen herstellen, natürlich. Ne? Um das noch weiter hoch zu pushen, zu stufen. Aber das ist erstmal gerade zweitrangig für mich. So. Wir sind jetzt nämlich schon bei 90. Hoho. Genau. Und auf einen dann noch dazu kommen wir dann. Also ohne jetzt irgendwelche Extras nochmal mit, also ohne Kerzen und sowas, kommen wir dann auf 94. Ja, 77. Niemand will gerade beichten. Wann wollt ihr denn beichten? Gibt es denn für einen bestimmten Tag? Bestimmt. Den Beichttag oder so. Oh Gott, was hier für eine Suppe. So, das heißt, ihr könnt erstmal alle aus dem Inventar verschwinden. Euch brauche ich gerade nicht. Sondern das Gebetsding. Ich habe noch das Gebet in der Tasche. Kümmern wir uns dann erstmal wieder ein bisschen um die Leichen. Euch nehme ich auch mit. Ihr habt ja auch nichts zu suchen. Jo. Suchen wir doch einen Schuh draus. Hier sind wir bei 643. Und wenn das hier so weitergeht, kriegen wir das auch noch auf 650. Das heißt, Kirche liegt bei 93 und Friedhof bei 650 dann. Haben wir Alkali schon? 2, 4, 6, 8. Ne. Die noch durchlaufen lassen, dann ist die Leiche auch bereit. Wir sortieren in der Zeit mal ganz kurz die Sachen alle weg hier. Habe ich noch Platz hier für hier? Du kannst hier mit hin. Du kannst bitte noch einmal dich verbrennen. Genau, hier packen wir jetzt noch den dich und dich rein. Hatte ich hier noch so Sachen? Und euch packe ich hier einfach noch mit rein. Und die Nägel machen wir hier auf der Seite. So. Wir haben auch nur noch 5 Glaube. Den lassen wir in der Tasche. Und der Rest sieht aber ganz gut aus. Da würde ich sagen, gehen wir kurz pennen. Da unten ist auch nichts in Arbeit. Sehr schön. Wenn wir noch ein bisschen Energie haben, können wir auch noch ein bisschen Marmor zerschreddern. Apropos Marmor, ich kriege gar kein Marmor mehr. Warum kriege ich kein Marmor mehr? Ich glaube, ich muss mal aufstellen, dass er die Dinger produziert oder die Zombies da mal rausnehmen. Weil Eisen, ey, habe ich echt mehr als genug. So, wir gehen pennen. Mit Eisen kann ich speisen. So. Mal gucken, warum die nicht arbeiten bei Zeiten mal. Oh, der Händler ist wieder da. Nee, ich brauche trotzdem einen Goldbarren. Aber den könnte ich fix zum Händler gehen und mir. Ja, warum nicht? B nur 10. Zum toten Pferd, bitte.
Dann könnte ich die Kirche jetzt doch noch fertig machen. Diese Folge. Handeln. Komm, gib mal her hier. Wo ist mein ganzes Gold? Ich brauche ja nur zwei. Das reicht mir erstmal. Um die Kirche komplett zu machen. Schwupp. Das und komplexe Eisenstücke brauchte ich, ne? Bin ich der Meinung? Ich will jetzt nicht nachgucken. Wegen Spielabstürzen und so. Also Aufnahme nicht richtig und so. Wir gucken mal. Die hatte ich, glaube ich, hier reingepackt. Nee, hatte ich nicht. Hier hatte ich sie rein. Komplexe Nägel nehme ich mit da und ich glaube, Holz werden sie nicht brauchen. So kann ich das Ding auch noch gleich wieder abreißen. Gut, dass ich gerade eben erst gebaut habe. Aber dann haben wir die Kirche 94. Oh, jetzt wird es aber echt voll. So, 2, 4, 6, 8, 10. Du kannst hierher. Dann gucken wir mal ganz kurz rein. Haben wir eine, bei der ich mir keine Gedanken machen muss? Bei euch bei muss ich mir Gedanken machen. Bei euch muss ich mir auch Gedanken machen. Kann ich dich schon gleich auf den Tisch packen kann? Nee. Doch, dich kann ich gleich auf den Tisch packen. So, dann kriegst du gleich eine goldene Farbreicht. Bei dir entfernen wir einmal Fett. Und Blut. Und dann geht es dir wieder gut. Und dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Eine schöne 12er Leiche. So, hier, die werden nämlich alle ausgetauscht gegen 5er Leichen. Also gegen 12er Leichen, aber erstmal dem 5er, weil so viel Glauben kriege ich gerade echt nicht. Gar nicht so fabriziert. Du da rein. Dann machen wir schon mal eine Umrandung rum. Dann ist der Friedhof wieder um 5 reicher. Und dann, wie gesagt, hier unten rein. Dann wird der nochmal gleich gegen den Dreier ausgetauscht. Und dann ist unsere Kirche soweit fertig. Bop. Reicht das denn schon, Wandleuchter? Ja, sehr gut. Dann haben wir eine 94er Kirche. Wuhu. Und mit dem Räuchermittel habe ich mich ja gar nicht beschäftigt. Aber dann können wir Kerzen und Räuchermittel herstellen. Wandleuchter 3, Dankeschön. So. Bam, 94er Kirche. Chaga. Ja, Kerzen. Kerzen waren wo drin? Hier, ne? Genau, da waren hier auch die Duftsäcke drin. Am Kirchenarbeitstisch stelle ich die her. Weihrauch 2. Also Weihrauch 2 und dicke Kerzen. Eigentlich könnte ich auch gleich mal runtergehen und gucken, was ich dafür brauche. Also bei den Kerzen weiß ich es ja halbwegs noch. Aber bei dem Weihrauch weiß ich es gar nicht mehr. Kerzenweihrauch brauche ich. Raumspray, okay. Und dich können wir ja gerade mal eigentlich, wo wir hier sind, mal kurz herstellen. Und mit dem Weihrauch mache ich mich mal schlau, da muss ich gucken. Muss ich erst einmal googeln, was ich für das Raumspray brauche, weil es ja wieder mal nicht vorgegeben ist in diesem Spiel. Leichen. Wir gehen über Leichen. Erstmal machen wir hier nochmal was rein. Haben wir noch ein Herz hier? Nö. Achso, was können wir denn reinmachen hier, was wir brauchen? Ja, ich würde sagen, erstmal gar nichts, bis ich weiß, was wir brauchen, ne? Und hier können wir, glaube ich, Gehirne und sowas reinmachen. Ja, die verarbeiten wir jetzt mal ganz kurz. Dann sind die auch hier raus aus den Schränken. Wir brauchen Platz. Oder kann ich Gehirne auch hier reinpacken?
Nee, aber die Gedärme kommen hier rein. Die kommen, glaube ich, nicht hier rein, ne? Hier kann ich, glaube ich, keine Gedärme reinhauen, oder? Nee, hier kommen Gehirne und da kommen Gedärme. Okay, okay. Ja, dann machen wir mal hier ganz kurz Platz. Weil hier habe ich mich ja auch schon ganz schön zugeschissen mit Gehirn und sowas. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz hier unten. Gehirn. So. Noch irgendwo ein Gehirn? Ist noch irgendwo ein Hirn hier? Nein. Liegt hier irgendwo noch Hirn rum? Nein, aber... Gedärm. Da gab es Lebenspool dafür. Okay. Dann machen wir noch mehr Gedärm. Was gab es hier? Irgendwas Chaosmäßiges, oder? Todespuder. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, da haben wir ja richtig Platz hier. Das finde ich ja schön. So, noch irgendwo irgendwas. Da ist noch ein Gedärm. Und das war's. Du kommst dann in den... Ich glaube, Lebenspuder hatten wir oben sogar irgendwo drin, ne? Da nicht. Da ist Lebenspuder. Ja, komm, hier, dann machen wir auch noch Puder dazu. Hier kommt jetzt, das hinein. Und jetzt gehen wir weiter zu den Leichen. Und ich will Feierabend machen. Ja gut, dann mache ich jetzt, hier stoße ich noch einmal ein Getränk an, leg mich schlafen und dann war es das auch mit der Folge 64, ne? 2, 4, 6, 7. Dann kriegst du jetzt noch eine Silberinjektion. So, warte mal. Samstag war 60. Sonntag war 61. Montag war 62. Ja, nee, 63, nicht 64. Wie komme ich noch 64? Freunde der Sonne. Ich danke euch wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Nein, Blödsinn. Folge 64 ist das nicht so richtig. Einen Mittwoch, einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. So, jetzt habe ich es doch. Macht's gut und wieder mal lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.